Guten Morgen, meine Lieben. Ich trinke Kaffee im Auto aus einem Kaffee-to-go-Becher. Kennt man normalerweise nicht so, gell, von uns. Normalerweise trinke ich ja immer in einer Tasse. Ja, wir haben uns das irgendwie so angewöhnt. Ich sitze im Auto, wie ihr sehen könnt. Ich warte jetzt noch auf den Papa. Wir gehen jetzt nämlich schnell Lebensmittel einkaufen. Wir haben gefühlt nichts mehr zu Hause zu essen. Und heute ist Samstag. Das heißt, ein bisschen Lebensmittel einkaufen gehen und wir planen ein Video. Also, wir planen es nicht nur, sondern wir wollen ein Video drehen, wo wir so ein Weihnachtsmenü kochen. Mit Vorspeise auch und Dessert, also eine Torte. Ja. Ja, Papa ist da. Kalt ist, gell? Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal schnell unsere Sachen erledigen. Zur Post müssen wir auch immer wieder kurz und für dir. Also bis dann. So, wir sind schon bei unserer ersten Station beim Hofer. Der Papa kauft gerade ein paar Orangen. Er macht so einen Kübel voll. 5 Kilo ist das, oder? 5? 5 Kilo und damit machen wir dann auch frisch gepressten Orangen. Da habe ich schon mega Bock drauf. Ja, boah, diese Glocke vom frischen Brot nervt gerade. Na gut, meine Lieben, jetzt die Kamera weg, weil die Leute so ein bisschen nervös gucken, weil was die Frau da macht mit der Kamera in der Hand. Beim Hofer sind wir jetzt fertig. Erste Station beendet. Ich sag's euch, ich habe jetzt im Hofer ein bisschen kurz Angst bekommen, weil ich habe dann ziemlich 2 krasse Wehen bekommen. Und ja, mich ein bisschen erschrocken und gedacht, Papa hat sich auch erschrocken. Er war dann kurzzeitig so komplett aus dem Konzept gebracht, weil er so, ich habe alles vergessen. Aber es geht. Also ich habe mich jetzt hingesetzt, also es ist nichts. Wahrscheinlich waren das einfach nur so Senkwehen, hoffentlich. Übungswehen, was auch immer. Aber es geht gut. Hoffentlich bleibt das so. Ja, keine Ahnung. Plötzlich, ich habe so 2 stärkere nämlich hintereinander bekommen. Und dann musste ich nämlich auch auf Toilette. Frauen, die schon mal ein Baby bekommen haben, wissen das vielleicht. Kurz bevor die Geburt losgeht, das ist bei vielen Frauen so, dann, ja, wie soll ich das sagen? Passiert so eine automatische Darmentleerung. Ich musste plötzlich voll aufs Klo. Aber hat sich jetzt eigentlich wieder gelegt. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Wasser geholt und so eine Topfengulatsche, die esse ich total gern. Das werde ich jetzt mal rein jausnen und mich ein bisschen entspannen. Aber auch räumt den ganzen Einkäufer hinten rein. Beim Hofer haben wir jetzt 155 Euro ausgegeben. Ist eigentlich okay. Ja, und jetzt müssen wir noch zur Merkur. So, jetzt noch einen schnellen Sprung zur Merkur, aber lassen wir jetzt die Kamera. Ja, wir nehmen euch heute diesmal nicht mehr. Mir geht's nicht so gut. Mir ist ein bisschen schlecht jetzt. Wir machen jetzt schnell alles und dann. Okay, dann gehen wir husch husch. Husch husch. Na gut, ihr bleibt im Auto, wir melden uns später. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und die Sophie, was glaubt, macht die Sophie? Sie beschützt das Sackerl, wo das Fleisch drin ist. Darf man jetzt nicht reingreifen, der hat diesen komischen Psychoblick im Auge. Ja, die Emmy schon ein bisschen lang. Ich mische mich da nicht ein, das ist Frauensache. So wie? Das ist Frauensache. Darf ich das Fleisch aus dem Sackerl holen?
Damit sie schaut. Sie wird mich schnappen, oder? Ich kann die Kamera halten und dann kann ich das verfolgen. Die Emi darf sich nicht der Tüte. Aber das ist nicht dein Fleisch, Sophie. I'm so sorry. Wie war das nochmal? Das ist das Fleisch. Vielleicht weg mein Steinfleisch, hat sie. Plastik, bitte. Jedes Gesicht ist so. Es ist so crazy, so wie das ist Schweinefleisch. Ich würde nicht so Schweinefleisch essen, weißt du? Deswegen nimmt die Mama mal lieber das Fleisch. Oder? Okay, ich bin es ist eh zu. Nimm deine blöde Zunge weg. Möchte die Sophie damit abhauen? Hallo? Ja? Bitte. Schau, Sophie, kannst du das Fleisch bitte im Kühlschrank bringen? Ja, Sophie, kannst du gut drauf aufpassen, bis wir es wieder brauchen? Nicht, dass die Kinder das schnappen und dann knabbern, daraus knabbern. No. Die hat einen guten Geruch, ich rieche gar nichts. Wir drehen jetzt ein Food Haul, deswegen, wenn ihr sehen wollt, was wir gekauft haben, dann schaut den. In dem nächsten Video ein. Komm, räumen wir das Fleisch weg. Komm. Wir haben jetzt alle im Turbo-Modus die ganzen Sachen weggeräumt. Das habe ich gar nicht mehr gevloggt. Wir haben jetzt einen Foodhall gedreht, dann haben wir die ganzen Sachen weggeräumt und jetzt haben wir uns hingesetzt und was Schnelles zum Essen zubereitet. Kinder haben Würstel. Ja. Ich habe hier noch Wedges gemacht. Die Milch 2 hier ist noch Toast. Essen so ein amerikanisches Essen, kennt ihr das? Den sehe ich immer in Serien so. Toastbrot mit Pommes oder so. Ja, der Baba hat schon Sushi gegessen. Weil er hatte seinen Sushi gestern nicht aufgegessen, deswegen hat er das heute gegessen. Und er schneidet jetzt gleich den Foodhaul, das heißt, ihr habt den schon längst gesehen, wenn ihr dieses Video seht. Und ja, ich warte nur noch, dass mein Toast fertig wird. Habt ihr Prost gemacht? Super! Ja, der Baba ist jetzt im Büro und schneidet das Video und ich esse dann hier mit den Kindern. Hallo, so. Würstel! Würstel? Da ist dein Würstel. Das ist Würstel, ja. Schmeckt's? Mhm. Und da passiert das Video ist Ostern! Da! Jetzt willst du keinen Kaffee. Komm her! Lisa, langsam, ganz entspannt. Da! Das ist was? Murmel, Murmel, Murmel. Wir haben ein bisschen Ersatz und Snicker. Ja. Und die Emi, die möchte auch ein bisschen irgendwas, Würstel oder Toast oder alles mögliche. Du wolltest ein bisschen Würstel. Schaut euch mal meine fleißige Fee an. Die Mischka, Warum musst du kichern? Mischa hat sich Handschuhe angezogen, weil sie Geschirr super ekelhaft findet, oder? Wer findet Geschirr auch noch super ekelhaft? Findest du Geschirr etwa nicht ekelhaft oder was? Naja, lecker finde ich es nicht, aber ich wasche mir danach schnell die Hände. Ja, das bringt. Der Papa will immer Schüsseln da oben, Entschuldigung, Schüsseln da oben haben, sorry. Sorry, mein Kind. Was ist denn mit dem Geschirr bleiben? Ja, ich habe mich hier vorbereitet. Nicht so viel randalieren hier. Zum Backen, ich habe euch ja gesagt, dass ich eine Christmas-Torte backen möchte und das werde ich jetzt gleich machen. Deswegen habe ich mir... Wow! Michelle, der Baba hat gesagt, das gehört da oben hin, so. Upsi. Dankeschön. Ja, Food Haul hat er aber schon fertig geschnitten und ist schon online und er schneidet jetzt gleich das nächste Video, damit er morgen am Sonntag nichts zu tun hat. Weil morgen werden wir uns auf dieses Weihnachtsessen-Video konzentrieren. Ich backe jetzt auch nur den Boden, den Schokoboden und lasse ihn dann ordentlich auskühlen, Sophie. Was ist los, Schatzi? Immer wenn sie Trockenfutter hat, ist sie anders. Weihnacht ist da. Ja, morgen machen wir eine kleine Vlogging-Pause und am Montag vloggen wir dann weiter, aber für euch ist trotzdem jeden Tag ein Video. Ja, ich werde jetzt nicht zu lange herumschnacken, sondern kurz mein Ding hier drehen und backen. Also, bis nachher. Ich bin jetzt fertig mit dem Video, mit dem Backvideo und... Oh, hast du mir einen Kuschel gegeben, mein Herzchen? Und der Papa, was denn? Und der Papa hat
auch das Video fertig geschnitten für heute. Wir haben jetzt quasi Feierabend. Jetzt sind wir ein bisschen mit den Kindern hier im Wohnzimmer, weil die ausnehmen. Das ist Süßkeks. Der Papa hat nämlich lecker Speck aufgeschnitten. Ja? Schmeckt's, Papa? Ich auch? Natürlich. Na, Papa? Ist tasty. Sehr lecker. Was hast du für ein Kind genug? Ich einfach unverbesserlich drei. Du willst es nicht schauen, aber schaust die ganze Zeit. Das ist voll cool. Den haben wir eh schon so oft gesehen. Aha. Mama, als ich alleine immer geschlafen habe, da habe ich immer das geguckt, immer ist der Minions. Ja, genau, das ist ja so ein Minions-Film. Und Luisa, schmeckt? Papa! Oh oh! Und ja, wir werden uns auf jeden Fall mal vom Vlog verabschieden. Wir werden jetzt noch unseren Abend ausklingen lassen, hier ein bisschen was jausen, was knabbern. Und wir sehen uns dann, morgen vloggen wir nicht, aber wir sehen uns am Montag. Aber wie gesagt, ihr seht sowieso jeden Tag ein Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh.